100 years have passed since the rise of the Eterin Empire and its untimely demise following the Great Plague. In these troubled times of quarreling factions and outlaws roaming the land, work is not scarce for a band of mercenaries. The stories of this age have been recorded. They are known as the War Tales. Zusammen, weiter geht's mit War Tales, Fempartei, zweiter Versuch. Ich habe hier oben alle Trupps weggerissen, also weggenommen. Und hier irgendwie nach links verteilt. Im Prinzip selbes Problem wie immer. So, ja, also in der Ausgangssituation hat sich nichts geändert. Der Friedenshüter wird hier gleich den Bären sehr wahrscheinlich angreifen. So, ich überlege gerade, wo ich hinlaufe, damit Dementia im Anschluss möglichst 5 zusammenbekommt. Guck mal, hier müsste ich eigentlich hoch, dann... Ja, genau, das könnte tatsächlich was werden. Wir versuchen es einfach mal. Ansonsten kloppen wir uns da einfach durch. Müssen halt nur aufpassen, dass wir diesmal Lorena nicht töten. So, Besetzungsmühle. Ah, ja, nee. Ja, Incontinentia. Geht jetzt tatsächlich mal hier nach links. Macht da den Stoppi. Kapitel 1. So, und da unten geht es gleich weiter, ne? Besatzungsmitglied und so weiter. Das heißt, sie muss da jetzt hoch. Guck mal, hier zwischen. Ranziehen. Na, die da unten. Ein Schritt runter. Nein, krieg doch nur 4. Schade. Aber. Ja, komm. Der da oben sollte wahrscheinlich drauf gehen, ne? Guck mal, wir kriegen jetzt einen halben Meter runter. Auftragsmörder. Triffst du nur 3. Boah, ich bin so blöd. Ich wollte nämlich gucken, dass ich mit der Axt hier möglichst viel erwische. Okay, egal. Ich gehe stark davon aus, dass sie überleben wird. Von daher passt das schon. Wir gehen einfach mal. Oh, ist sie zurückgehauen? Ach krass. So, Friedenshüter hier unten. Jetzt geht's da gleich ab. Stärke 78, 58. 62, 88. Dann ist auch so ein Auftragsmörder wegnaschen. Okay, die lassen wir gleich erstmal rankommen. Da oben haben wir ein bisschen abgestoppt. So, jetzt haben wir hier einen Bären, der nach vorne prescht und sich den Bogenschützen schnappt. Der war gut. Okay, der wird auch gleich gestoppt. So, auf die Rückseite. Und rein.
Die Wüste da oben, ja. Jetzt können wir eigentlich noch mit Ratti zwischen. Lieber. So, und jetzt ist Cecile dran hier unten. Ball wechseln. Bogen wechseln, meine ich. Gehst mal da oben hoch und schießt da jetzt rein. 100%. Alter, warum schießen die jetzt? Sechs den Bären vorgeschickt, Mann. So, 8,5 Meter. Ja, für ein Liegen wäre das auch noch mal ratsam hier. So ein Gedöns zu machen mit Laufen, Sprinten. Pfeilanzug, Pfeilanzug, Besatzungsmitglied. Gut, dann wird es gleich spannend. Dann wollen wir mal. Wie stellen wir uns hin, dass wir gut durchschießen? Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Damit neben. Super, die Tiere heilen. Ha, jawohl. Okay, Pfeilanzug, ne? Dort unten wieder. Jetzt sehen wir hier noch einen. Okay, passt. Ah, bleib mir in der Nähe. Und? Schade. Nee, Rolin und wartet noch mal. Tritos. Sehr gut. Auftragsmörder, ne? Okay. Komm mal rein, da. Richtig gut. Muss die Rüstung zerballern, na? Guck mal, lauf mal hier hin. Oh,
Und die nächsten 13,5 Meter. Wer denn ganz hin? Bleib doch da stehen, Mann. Okay, Rolinon möchte ich eigentlich später. Okay, lauf da mal hoch. Taktische Ordnung. Ah. Okay, auch nice, direkt gekillt. So, Besatzungsmitglied hier unten, ne? Echt jetzt? Und das war's, oder was? Das war ja wohl dürftig. Nicht den Bären töten. Machen wir anders. Besatzungsmitglied da oben, ne? Stück runter. Okay, 75 bis, ja. Ich muss jetzt eigentlich die Ratte reinhauen. Oder Harkat Messer schmeißen oder so. Und Kram. Friedenshüter. Ah, lass sie mal ruhig. Yeah!
Aussetzer. Auftragsmörder, da oben der. Elf Meter, 10 Meter. Ja, es wird hart mit 2 Bogenschützen da hinten. Den hier kannst du noch wegmeuchern. Und auf Abstand. Schweinebande, Alter. Sie wollen Taurus töten, ey. Wow! Oder auch nicht? Oh shit. Wenn die jetzt in den Bären... Ah, das wird doch wahrscheinlich wieder scheitern hier. Ja, das wäre eine Möglichkeit. Hier einmal durch, ohne sie zu treffen, bitte. Und ich komme da nicht mehr ran. Schade. Ja gut, halt wieder verkackt wahrscheinlich. Nein, darf Fever nicht angreifen und den Bären auch nicht. Ah, ich bin so blöd, ey, das ist schon wieder verkackt. Ja, zack. Und abgestochen. Boah, Alter. Irena ist tot. Kampf neu beginnen. So, und nochmal das Ganze. Diesmal aber ein bisschen anders. Ugh!
So, da oben haben wir, ne? Du, direkt hoch. Ja, musst du ja Kurene schnappen. 91. So, jetzt ist Demenz hier dran. Und jetzt haut das, glaube ich, auch besser hin hier. Herausfordernder Schrei. Alle vier. Guck mal, die beiden sind nämlich schon fast kaputt. Der ist sogar kaputt. Der ist auch kaputt. Und jetzt habe ich mir das, den Rundumschlag wieder versaut, ne? Aber es wird heute echt nichts mehr, ey. Und Echo. Aussetzer, ich glaub's nicht, Mann. Besatzungsmitglied, der dort, ne? Düster Pfeil. Legen wir mal hier los. Ja, im Prinzip selbe Spiel wie eben, hier unten. Das Ziel. So, Pfeil wechseln. Gehauen. Glückwunsch. Ja, nächste Runde wird Harkard hier auch wieder hinter den Umdieten. Hätte er gelacht, wenn der jetzt Kurene gekillt hätte, ne? So, und jetzt geht's mit Tritt weiter. Danke. Wer ist denn hier dran? Der ist dran, ne? Friedenshüter, Verwüster.
Attacke. Und weg. Renanzug, Pfeilanzug. Aber wen haben wir denn dann noch? Holinon. Ah ja, guck mal hier. Kannst mal hier schubsen. Auch weg. So, der Bär muss nämlich beiseite für die nächste Runde. Und bis 69, ne? So, nicht töten. Kritischer Schmetterschlag. Ich will sie einfach nur ein bisschen verwunden. Sehr gut, das reicht schon. Nächste Runde verhaften. Sehr gut. Oh oh. Sieht der jetzt Splinter? Ich hoffe nicht, ne? Nee. Wir sind down. Runde beginnt. Er hier, ne? Alter. Genau. Hier da oben ist dran. Ist er nicht. Diese verdammten Aussetzer. Das geht mir so auf den Sack. Okay, bevor wir sie wieder killen. Verhaften. Sehr gut. Intervention. Ach. Auch fast fertig. Besatzungsmitglied da oben, ne? Wieder vorbei, danke. Ich flipp aus hier gleich. Wieder nichts getroffen.
Er lebt noch, ich fass es nicht. Den einen Punkt wollte ich eigentlich aufgehoben haben für einen anderen Angriff. Auf die Unterseite. Ah, toll, das hast du ja auch verkackt. Na gut, gerettet. Demencia, okay, ab nach vorn in den Kampf. Ach, Glück gehabt. Auf weg. So, Pfeil ist am Zug. Der da, ne? Harkat muss das jetzt richten. Da ist noch ein Pfeil am Zug. Versuchen es mal. Direkt down. Zeichen von Narsis. Jetzt muss ich mal gucken. Inkontinentia, der auch noch rankommt. Auch noch mal reinpiekst. Keine Ahnung, es brummt und
donnert, aber irgendwie wirklich was bei rumkommt dann nicht, ne? So. Na, endlich, Alter. Yay, okay, alles plündern, alles einpacken. Verdacht, euer Gefangene scheint eine wichtige Person zu sein. Die Wache und die Bruderschaft sind in allerhöchster Alarmbereitschaft. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards, no need to circle new barrels. Here we go. Your armor is as good as new. Okay, das hier kann alles weg. 2125. Oh, warte mal. Wir haben noch hier was. Verkaufspreis gefertigter Gegenstände erhöht. Okay, Respekt vor dem Film nach einer Schlacht mehr Beute. Der Trupp wird derzeit nicht gesucht. Nach einem Verbrechen wird dieser Bonus abgebrochen. Ah, schade, okay. Bringt nur was für hergestellte Sachen. I just know this year will be a breeze. Without the vineyards, no need to circle new barrels. Jo, hat sich gerechnet, aber schon ganz gewaltig. Bogen der Bruderschaft. Praktikkeit plus 10, warte mal. Tritos. Ich Panzer der Gesetzlosen. Ach, guck mal, den habe ich schon. Das Ding ist besser. Sehr cool, Babuta des Gesetzlosen. Ah, einschüchternder Blick. Einschüchterndes Bildnis. Erhöht Schaden für ihn auf das Ziel gewendet mit einem Debuff. Babuta des Gesetzlosen. Ja, warum nicht? Keramikscheibe, Antiquität. Oh, Kesselhut der Bruderschaft. Jedes Mal, wenn die Seinheit kämpft, erhalten benachbarte Verbündeten Brutalität. Spangenhelm des Leutnants. Warten aus Gelegenheitsangriffen. Ja, Rolinon als Leutnant. Jedes Mal, wenn diese Einheit kämpft, erhalten benachbarte Brutalität. Achso, nee, komm. Aber für Tritos ist das was. Schaden von Gelegenheitsangriffen. Okay, ja, den Rest kaufen wir. Nach Typ sortieren. Okay, sehr schick. Dann noch einmal. Fix in die Taverne. Kopfgeld abkassieren. Sehr geil. Schattenplage durchschnittlich, ne? Kurz, ja, benötigt. Kopfgeld. Hier die Rattenplage. Yes. Noch ein Kopfgeld. Yes. Banditenunterschlupf. Schwer, ne? Ja, den lassen wir jetzt nochmal. So, Femme Fatale. Da müssen wir jetzt nochmal hochsprinten. Da übermotiviert. Verringere die Geschwindigkeit, mit der die Einheit ermüdet. Yes. Respekt, nein. Vorgetäuschte Unschuld. Urena. Los geht's. Oh, ich muss hier auf jeden Fall mal zwischenspeichern.
Oh, wer seid ihr? Hier hängen wir einfach mal ab, oder? Verdammt. You there. Show me what you've got in there. Zeig mal, was ihr da habt. Annehmen. Let's see. What's this? Something tells me these do not belong to you. You know the rules. You must pay the tax. Okay. Thank you for your contribution. But don't let this happen again. Okay. War nochmal davon gekommen, ne? Jetzt müssen wir rechts abbiegen. Nee, das war zu weit rechts. Wir sollen nur dran vorbeilaufen. Might I interest you in my humble way? Nee, danke. Alasarische Behausung. Well, well. What have we got here? Ja. Hiring you was the right decision after all. This woman was a source of endless trouble. But thanks to you, she is now my captive. Please accept this reward and the gratitude of the honorable Adra Alizar family. Ja, sehr cool. Das war's mit der Quest Femme Fatale. Und dann, ja, gar nicht lang fackeln. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich muss langsam mal los. Viel Spaß weiterhin, bis bald und ciao.